So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft War mit dem Peter. Hallo. Und dem Kev. Hallihallo. Okay. Ja, ich kann mal ganz kurz einen kleinen Rundblick vielleicht zeigen. Ja, also ich bin gerade so reingelaufen, gedacht, hier hat sich echt einiges getan. Also, wir haben ordentlich vorangekommen. Dein Flugdino, der fliegt auch die ganze Zeit hier oben rum irgendwie. An der Decke. Also, der fliegt bei dir? Bei mir fliegt der. Der fliegt hier oben an der Decke die ganze Zeit rum. Ach cool, ja, wahrscheinlich, weil er hungrig ist. Ich fütter nicht mehr, seitdem ich weiß, dass ich nicht mehr auf ihm reiten kann, fütter ich ihn nicht mehr. Du gemeiner Mann. Ja. Und, ich werde ihn gleich noch füttern, der hat es einfach nur vergessen. Ich weiß nicht, ich finde, jetzt irgendwie super viel zusammengekommen. Ich habe auch noch hier Zivikio-Essenzen, wisst ihr, Zivikio-Rüstung vom Wither eben. Lol. Ja, ich tu das auch mal hier raus und ich habe auch noch ein Yellow Heart gekriegt eben. Und ansonsten, und ach genau, und ein Sigil habe ich auch noch gekriegt, hier ein Division-Sigil. Siehst du, ihr, Peter hat der Wither eingedroppt. Oh, nice. Ja, ja, normalerweise müsste jeder nicht Wither eindroppen. Richtig. Ja, nicht bei Novus. Nicht bei Novus. Wirklich nicht? Nein. Wir haben schon zwei gekillt und kein Siegel. Oh, ja. Das ist ja Pech. Und die Wither-Skelette da sind auch ein bisschen hardcore. Die haben mich geone-shottet mit Eisenrüstung. Stimmt. Die waren nicht so gut ansprechbar auf dich. Aber Eisenrüstung ist doch nicht so gut. Ich habe eine Saphir-Rüstung, die ist ja wie dir. Ja, trotzdem, ja, aber ein Wither-Skelett sollte ich trotzdem nicht one-shotten. Und ein Saphir wäre es dann wahrscheinlich auch weggepreselt worden. So, egal. Ja, der Plan für heute, der Plan für mich heute. Ich habe gedacht, mal lauter, dass ich vielleicht ein kleines bisschen versuche, die Dinos zu pimpen, die ich habe. Vielleicht kann ich ja jetzt Golderz verbrauchen, was wir jetzt noch nicht verwendet haben. Ich denke mal, ihr braucht das gerade nicht. Nee, und jetzt brauchen wir es nicht mehr. Und dann kann ich ein paar goldene Karotten machen und dann kann ich mal Dinos großzüchten und vielleicht sogar den einen oder anderen neuen machen, weil Kev hat ja einen von mir mal gegrillt. Und das war ich du hast auch nicht. Schon einen von mir gegrillt, nicht nur einen. Du alter Griller. Das habe ich ja nicht selbst gemacht. das waren ja meine Dinos. Aber indirekt. Du bist für die verantwortlich. Ja, genau. Vor allem, weil ich die so gut kontrollieren kann, die Mordviecher. Eine Sache, und zwar wahrscheinlich gibt es wieder eine Quest-Daily, die wir claimen können. Wahrscheinlich kann das jeder. Wenn ihr das machen könnt, wäre es geil. Und zwar ich flieg mal ganz kurz zurück zur Basis, dann kann ich dir das gleich werfen. Ich habe gerade Craft 4 Stacks Sand gefarmt und endlich genug Glas haben. Fossil Collection. Also so wie es aussieht, ist das täglich. Wir hätten das öfters machen sollen. Wir haben super viele Dino schon gekriegt. Das ist Fossil Collection in dem Jurassic Craft Tree. Wo ist jetzt mein Questbuch hin zum Henker? Bindet immer. Keine Ahnung, ich hab's immer mal in mein Backpack reingetan, damit ich das hab. Hast du das eigentlich? Wahrscheinlich aber nur gerade. Aber welches Fossil Collection? Ist es wirklich im Backpack genau gewesen? Hab ich. Sehr gut, dann her damit. Sehr gut. Bei Jurassic Craft? Genau, bei Jurassic Craft. Boah, ich kann nicht. Und hier ist Bark, weil er so geil da drauf ist. Hab ich noch was für dich vorbereitet. Oh, her damit. Gold. Heute gibt's aber echt hier einen wertvollen Regen. Ja, wird aber richtig. Oh. Wird ja richtig nice. Wir brauchen noch einen Scarab, ne? Scarab. Ja, dann hätten wir das auch schon. Das wäre nice. Das wäre richtig nice. Wo haben präpariert wir die Kohle eine eigentlich? Hat da irgendwer die Kohle irgendwo hingepackt? Hier, Kev, nee, ein paar Eier für dich. So, und dann hier. Wir haben ja gar nicht mehr genug Kohle, um das ganze Glas zu brennen. Ich hatte noch nie ein Longsword in der Mod. Ist das gut? Ein Langschwert. Ja. Keine Ahnung, was gut ist vielleicht. Eventuell. Möglich. Charge Boost. So, dann lass mal gleich mal gucken, was wir für Dinos mal wieder zur Auswahl haben. Ein Dilophosaurus. Achso, Spark, Entschuldigung. Du hast doch ein Moos für mich, oder? Ein Moos. Ja, das habe ich auch. Ohne Moos, nix los. Weil das brauche ich für meine Schaufel, die ist fast kaputt. Kriegst du gerade zwei Moos. Kann ich eigentlich reparieren mit einem Kobaltbarren, dankeschön. Ist eigentlich noch Kobalt da oder hast du alles abgepumpt, Peter? Aber zwei Barren sind da drin. Aber wenn der Moosball drauf ist, repariert ihr sich ja. Ja, aber ich brauche die jetzt. Ah, okay. Dann nimm die raus. Wie ist mein Deal nochmal? Psilophodon war der draußen gestorben ist. Mal gucken, ob ich noch so einen habe. Ich denke mal schon. Ja, habe ich. Sehr gut. Oh, ich habe sogar Triceratops. Oh, den will ich.
Kann ich dir mal reiten? Der Triceratops ist so cool, aber leider hatten wir den noch bisher noch nicht. Ja, ich mach den jetzt. Und zwar in dem Dings-Mod. So, lass mal hier reinfüllen. Und dann gleich ausbrüten. Okay, T-Rex war cooler, aber der ist auch cool. So, dann muss ich erstmal wieder die Nutrients erhöhen. Bisschen Fleisch. Das kommt da rein. Sehr gut. Und dann Triceratops rein. Cultivate. Oh, und schon da. Fertig. Jetzt. Kann ich den mal sehen? Ne, da passiert noch gar nichts. Der Embryo ist hier drin. Den kannst du dir angucken. Ah, okay. Ich glaube, ich mache noch mal ein großes Glasgehege in der Mitte. Was haltet ihr davon? Was soll da rein? Wo mein fliegender Saurier da ist. Ja. Als Weil Mann so mal, ist der so. Jetzt gerade irgendwie, der macht ja nichts und da hinten in der Ecke. Ich wollte mit dem ja battenmäßig rausfliegen. Kann ich jetzt ja nicht mehr. Du kannst ja noch niemals drauf setzen. Noch nicht mal das, ne? Es gibt sogar eigentlich so eine kleine Maus. Es ging mal, aber es wurde ja vom Mod-Entwickler wieder rausgenommen. So, wo ich mir denke, so, aha, das geilste Feature, da war entfernt. Genau, voll gut. Es gibt sogar so einen kleinen Maus-Dino, kennt ihr den? So ein Mini-Maus-Dino? Nee, der ist bestimmt also, cool. Vielleicht kann ich den auch kann man den reiten, so an dem Schuh ein? Ein paar Rollschuhe. So, wo tue ich den Triceratops mal in irgendwo her? Komm, hier eins in den Gehege von hier vorne. Vielleicht versteht er sich ja gut mit dem Mammut, das sind ja beide friedlich. Eben, sind ja auch Pflanzenfresser, oder? Ja, also ich kann nicht für jeden Dino ein Gehege bauen, das wäre ein bisschen krass, aber eventuell. So, mein Mammut trötet auch vor sich hin. Möp, möp. Und ich werde gleich ganz viel Wachstumsserum machen, wenn das geht. Growth Serum. Ein bisschen Grotten holen. Dum, 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 dum. Ein bisschen Gold hast du ja, ne? Ja, ein bisschen Gold habe ich jetzt. Das reicht ein bisschen für ein paar Karotten. Ganz gut, viele goldene Karotten und dann kann ich, Fleisch brauche ich noch. Aber ich muss ja was haben irgendwo. Meine geheimen Fleischreserven. Oh, ich muss einmal gucken, ob der Dino genug Fleisch hat. Sonst geht er nachher drauf. So, pflanze ich gleich wieder neu an. Und dann gucken wir mal, ob der gleich schon geschlüpft ist sogar. Ich denk's mal. Eine hässliche Katze steht hier im Weg. Die wurde doch gekillt, oder? Nee, die steht hier immer noch. Die steht wieder aus von den Toten. Die hat 7 Leben, Kollege. Ja, 7 mal platt machen. So, was sagt das Ding? 80%? Wir haben gleich einen Triceratops. Oh, nice. Cool. Endlich ja was Neues wieder. Aber da musst du zu Pflanzenfressern tun. Da zu meinem Großen vielleicht. Ah, nee, zu Mammut habe ich schon getan. Ach, zu Mammut, okay, gut. Der Mammut ist ja auch Pflanzenfresser. Oder der andere hier vorne ist auch Pflanzenfresser. Das sieht man daran, dass der so viele Stacheln hat, um sich zu schützen vor diesen Fleischfresser-Dinos. Aber den kennt man ja auch so. Ja, der hat hinten fette Keule dran. Jo, die habe ich vorne. Oh, der war nicht schlecht. Der war echt nicht schlecht. Nochmal bitte, ich hab's nicht gehört gerade. Ja, du hast gesagt, der hat hinten eine fette Keule dran, hat Peter gesagt, die habe ich vorne. Ja, so ein Abrissbirne praktisch eingebaut schon, ne? Obwohl, irgendwie ist das nicht so toll, wenn man drüber nachdenkt. Eingebaute Abrissbirne. Hört sich ja doch nachteilig an. Ja. Ist nicht so sexy. Ich suche gerade in der Hölle noch ein bisschen was, damit wir noch schöne Schwerter kriegen. Endlich mal. Aber ich weiß nicht, wo. So, Farbstoff habe ich. Fleisch habe ich. Was war das andere? Wassereimer jedes Mal aufs Neue. Macht mir jetzt schon Spaß. Aber ich nehme einfach mal das hier. Gab es in den Schiffen eigentlich was Schönes? Glaub nicht, ne? Da war immer nur also, Gold drin, oder? Amboss war da drin, aber jetzt haben wir Eisen genug. Ja, stimmt. Sonst blubbert sie eigentlich nur immer. Und Obsidian kann man da farmen, okay. Brauchen wir nicht. Ja gut, das geht auch. Ne, brauchen wir eigentlich nicht.
Lol, ein Quarzberry-Busch. Nein, bitte nicht hauen. Dann mache ich nochmal meinen kleinen hier. So. Dann goldene Karten. Ganz, ganz viele. Ja, ich habe einen Afro. Nice. Den habe ich mir schon immer gewünscht. Na, hat noch nie funktioniert. Nee. Haare sind zwar dick, aber nicht so dick. Oh, Ardite. So, ich hoffe mal, das Vanillen war der Ardite Kobalt, ne? Ardite Kobalt, ja. Okay, cool. Dann gibt's gleich ein bisschen Vanillen. Vanillen. Sehr gut, aber wir haben doch schon alle Werkzeuge, oder? Na, ich wollte mal ein cooles Schwert machen oder so. Also ein Longsword würde ich ganz gerne mal ausprobieren, weil das levelt ja hier auch auf. Vielleicht ist es ja ganz cool. Oh, ich produziere jetzt richtig fett Growth Serum. Oh. Gibt gleich richtig Spritzen für die Videos. Nice, du bist ein richtiger. Da hau ich hier meine Steroide rein. Eigentlich, ne? Bitte nochmal? Für ein Baby wäre das cool. Nochmal bitte, Kevin. Für das Baby wäre das cool. Ja. Für Revi? Ich mach mir in die Windel, bam, eine Spritze, nie wieder in die Windel machen. Jo. Ich sagte, fürs Baby wäre es nicht schlecht. Ach, für Baby, ja, ich habe für Revi lieber verstanden. Achso, das passt auch, aber... Stimmt. Macht ja auch noch in die Windeln. Spaß beiseite, aber... Oh, schade, dass wir mal... Da wird irgendwelche Nachteile haben. So. Achtung, Disclaimer an alle Kinder, nicht mit Steroiden spielen. Das stimmt. Ganz richtig. Wir machen hier nur Spaß, weil es lustig sein kann. In Minecraft kann man das ja ruhig. In Minecraft kann man das, genau. Jedes Mal einen Eimer auffüllen, Crafting Table leben, legen, neu auffüllen, so, Crafting Table legen. So, da ist das neue Gehege. Ich habe es vollbracht. Ja, sie ist vollbracht. Sehr schön. Oh, boah, ich dachte schon, ich brenne. Glück gehabt. 20 Serum habe ich schon. Es reicht aber nicht für viel. Das ist schade. Aber den Triceratops mache ich auf Max. Wie viel brauchst du denn? Genug. Ich glaube, einen Dino auf Max zu kriegen, brauchst du 12 bis 15 oder so. Ah, okay, krass. Ich bin mal richtig am Farmen normalerweise. Ja, lass mal hier. Oder mein Dino da gemütlich wächst. Hoffentlich. Hoffentlich, bestimmt schon tot. Die Skelettknochen liegen da nur noch. Ich hoffe, der wächst auch und gedeiht prächtig. Ich habe extra mir Mühe gegeben. So. So, ich verbrate jetzt alle Karotten, komm. Alles raus, alles weg. No, pack raus. So. Ich habe übrigens die ganze Kohle gefunden hier in der Hölle. Sehr, sehr gut. Ich finde nur da nicht mehr den Ausgang. Da gibt es auch diese Asche, ne? Stimmt, die würde es auch geben. Die kannst du zur Kohle verpressen, ne? Ja, genau, und die baust du ja instant ab. Also da, wenn du einmal so eine Farm hast, dann... So, gleich geht's los. Warum sind also das Ganze gefällt mir eigentlich, wie ich das hier gebaut habe, aber ich muss hier noch andere Blöcke. Wobei, Cobblestone passt in die Steinzeit. Ey, Kev, ich bin so dankbar wegen dieser Drum, die hier oben steht, gell? Welcher Drum? Der Wasserdrum. Der Waterdrum. Ach so, den sag ich doch, und du wolltest den am Anfang nicht haben. Das ist ja, ich hätte auch eine Quelle daneben machen können, aber... Nein, die Drum ist ansonsten besser. Auch praktisch. Drum ist kompakt, die ist cool. Ja, und vor allem, es war Lucky. Hätte auch dein Inventar sein können. 31 Spritzen. So, Triceratops auf Max. Ich komme. Oh, es ist gerade Nacht. Wollen wir eben noch schnell schlafen gehen? Und sagt Bescheid. Ihr könnt ruhig, ich bin in der Hölle. Also ich liege schon. Nein, 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 geh weg. Bitte geh weg. Okay. Meine Ausrüstung wird hier so krass. Besten Dank. So, du kannst ja mal nach draußen kommen und gucken, was ich hier Schönes gebaut habe. Ich glaube, das ist ein schönes Dome. Gehege. Ich würde gerne, aber ich bin so. Ja, da kannst du ein Flattervieh reinstecken. Ja, genau, deswegen auch ein bisschen höher, dass er hochfliegen kann und so. Das ist der Plan. Nice. Und jetzt, Achtung, Triceratops, du bist jetzt dran. Den mache ich jetzt auf Max. Falls der mir mal gehorchen würde. Boah, meine Pickaxe ist jetzt so krass geworden. Ja, wenn du so viel im Nether farmst, geht ja auch schnell vor allem. Ja, stimmt. Hui. Nein, oh. Und ich bin so weit weg vom Tor. Und da haben wir den auf Maximum. Hui. Nice. Also, ich finde, der sieht geil aus.
Alter, der sieht echt cool aus. Ist schön. Der Park wird belebt. Ansonsten hätte ich ja sogar noch ein Ei. Das mache ich auch noch eventuell. Pimp den hoch. Ich habe auch noch 3 Eier im Inventar. Nämlich das Vieh, was du eben getötet hast. Ich habe ein neues gemacht. Muss er noch ausschließen. Wenn einer stirbt, kommt 2 Aber neue. Das sehen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Denn die Folge ist auch schon wieder am Ende seiner Zeit. Aber heute haben wir einen Triceratops gemacht. Denke ich mal, war eine ganz gut. Nein, ich habe ihn aus Versehen einmal geschlagen. Der hat mich aber one-hit. Ich sehe es. Ja, ich wollte mich zurückmorphen. Ich wollte mich zurückmorphen mit meiner, von der Fledermaus. Und als ich mich gemorpht habe, habe ich einmal Mausklick gemacht und dann habe ich den getroffen und dann habe ich gekillt. Ja, der kennt da nichts. Holy moly. Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao, tschüss. Ciao.